Patrick Pulsinger was actually born in East Germany, but since the early 90s, he's been a figurehead for electronic music in Vienna. In 1993, the practice sound tinker started the label Cheap, in cooperation with his partner in crime, Erdem Tunakan. With projects such as Sluts and Strings and 909, Dean and DeLuca, and Laser Musik, the duo quickly got an international reputation. 10 years later, their paths split up, and Cheap was put on ice. After Patrick had dedicated most of his time to other projects in recent years, he's now going back more to his techno roots with a continuation of his solo project, Dogmatic Sequences on Disco B. And when he's not making music, it's another passion that makes Patrick's heart skip a beat. Old BMWs. Wir sind hier in meines Kumpels Heiligenhallen, das ist der Walter und der ist BMW-Fan und Katzenliebhaber. Und ja, der sammelt seit einigen Jahren und dadurch, dass ich auch total verschossen bin in diese Autos, haben wir uns irgendwann vor vielen Jahren getroffen und ich verbringe hier auch immer wieder Zeit, wühlen, schrauben, basteln. Alte Autos ging eigentlich drüber, dass ich immer schon eine Leidenschaft hatte für alte Sachen. Also ob das jetzt alte Möbel sind oder eben speziell auch alte Technik, Bandmaschinen, was auch immer. Und es geht auch um die Details natürlich, wenn man so ein Auto reinguckt, die Materialien, die verwendet worden sind, wie da einfach auch mit Platz und mit Design umgegangen ist. Also damals war es einfach so, dass das Design nicht 100% nur dem Nutzen untergeordnet worden ist. Da ist auch mal was schön und nicht nur funktionell und leicht tauschbar. Und wenn man sich in so ein Auto reinsetzt, dann hat das einfach ein gewisses Ambiente. Und da fühle ich mich einfach wohler wie in einem aktuellen Auto. Und vor allen Dingen eine große Sache ist auch noch, man kann extrem viel selbst basteln dran. Und ich stehe halt auf Basteln. Alles, was selbst zu basteln ist, wird gebastelt. Schon drauf, wenn Dinge weitergehen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie nur drauf bedacht, dass ich mir dachte, irgendwie früher war immer alles besser. Ich finde neue Technik auch geil. Aber was mich an alter Technik immer fasziniert hat, ist die Einfachheit. Und die Einfachheit ist einfach, dass etwas sehr einfach aufgebaut ist, hochwertig, aber einfach und trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat mich interessiert eben bei Synthesizern oder Bandmaschinen oder Röhrenverstärkern und eben auch bei Autos, dass es halt etwas ist, wo, sagen wir mal, auch der Fastlaie reingucken kann und sagen, aha, so funktioniert das ungefähr. Und das fand ich eigentlich, das hat mich immer irgendwie mehr angesprochen wie so eine Kiste, wo ich nur als User 2, 3 Knöpfe drücken kann und wenn das Ding kaputt ist, kann ich es mehr oder weniger wegschmeißen. Das geht mit jedem Rohr. Ich glaube, dass ich auch übers Equipment sammeln und über die Interesse an der Technik eigentlich mehr ins Musikmachen reingekommen bin, als über jetzt Interesse an moderner Komposition oder irgendwelche Art von wie soll ich sagen, musiktheoretische Überlegungen haben mich da irgendwie immer weniger interessiert. Mich hat halt immer die Technik interessiert und klarerweise dann elektronische Musik, Techno, früher halt Elektropop. Mit dem bin ich halt groß geworden einfach. Ne?
Was oft vergessen worden ist in der technischen Entwicklung, ist, dass sehr viele Dinge auch durch den Raum und durch die Hintereinanderschaltung von vielen Dingen einfach leben. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel ein Computerprogramm aufmache, da habe ich da zwar sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber sind alles nur Emulationen. Also ich versuche sozusagen etwas aus der Realität nachzustellen. Und das ist halt eine Sache, die sich bemerkbar macht. Es ist bei vielen Musikarten jetzt, wenn es um Tanzmusik, elektronische Musik geht, ist es nicht so spürbar. Aber wenn es jetzt geht um Aufnahmen, wenn ich eine Band aufnehme, ein Schlagzeug aufnehme oder irgendwas, dann ist es einfach so, dass ich einfach mit der alten Technik einfach auch diesen Sound hinkriege, den ich aus meiner Kindheit kenne. Ganz blöd jetzt mal gesagt. Ne? Und das ist halt auch so ein Lernprozess, dass man halt ein altes Mikrofon entdeckt oder langsam lernt, wie man einen Raum auch schön mit aufnimmt. Also nicht nur den Klang aufnimmt, sondern auch einen Raum mit aufnimmt. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen Hexenwerk. Und das fand ich eigentlich immer ganz, ganz, ganz interessant, dass das auch so ein gewisses Geheimwissen um diese ganze Aufnahmetechnik rundherum existiert. Sound hat sich immer ergeben aus einer gewissen Produktionsweise oder aus einer gewissen Art, alte und neue Sachen zu verbinden. Also speziell jetzt Trevor Horn, der eigentlich ja Sampling in der ersten Form eigentlich in die Popmusik reingebracht hat, in eine Produktion einer Rockband, Owner of a Lonely Heart, wo plötzlich irgendwelche Orchester-Hits vorkommen. Diese Kombination von herkömmlicher Technik und neuen Ideen, ich glaube, das ist einfach dort, wo sich neue Felder öffnen. Wenn man sich nur für eins verschreibt, glaube ich, dann läuft man irgendwann zwangsläufig einfach von der Wand. Ich finde, dass momentan in der Popmusik schon sehr viel Avantgarde eigentlich Einzug gehalten hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel rhythmisch anschaut, wie teilweise ganz normale Popmusik, die im Mainstream-Radio läuft, teilweise aufgebaut ist, wenn man diese Melodien und die Stimmen rausnehmen würde und sich mal nur die Rhythm-Tracks anhören würde, da ist teilweise schon wirklich obskures und irres Zeug dabei. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil die Leute jetzt auch zu Hause mit der neuen Technik viel einfacher experimentieren können und einfach nicht darauf angewiesen sind, irgendwie, dass da im Studio irgendwo die Uhr tickt und dass man irgendwie nach der alten Formel auf die Schnelle ein Album macht. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, im stillen Kämmerlein zu arbeiten, für viele Produzenten einfach auch eine Möglichkeit ist, sich weiter aus dem Fenster zu hängen und auch ein bisschen mal was auszuprobieren, ohne dass dir der Produzent oder der Labelboss oder der Mann im weißen Kittel im Studio irgendwie über die Schulter guckt. Und ich glaube, da liegt auch das größte Potenzial. Dafür, ne? Kennst du ihn nicht? Nein. Das ist der Muskelkater. Ich finde das ja auch total geil, dass immer mehr Wert gelegt wird auf den Einzelsound. Ich finde nur, die Musik darf dadurch nicht labormäßig und langweilig werden. Das ist was, das ist bei einigen Produktionen so und das ist auch oft so, wenn ich in den Laden gehe und höre mir 50 neue Releases an, sagen wir mal 30 neue Releases an und dann zwei kaufe, die irgendwie für mich rausstechen, dann finde ich, ist da sehr viel dabei,
was einfach gleich klingt. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Nur weil ich ein Computerprogramm bedienen kann und irgendwie ein Soundfile laden kann, heißt das noch nicht, dass ich eine Idee für einen Song habe. Und das höre ich halt bei vielen Produktionen, da höre ich halt quasi die Software raus. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil das ist eigentlich nicht im Sinne futuristischer Musik, meiner Meinung nach. Gleich wieder alte Gefühle wach. Ach, geil, ich liebe dieses Auto. Ach, ja. Na, das sieht doch so mit dem Ellbogen draußen, sieht das doch schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt das neue Projekt. Das sieht nicht, ist nicht so schlecht, wie er aussieht. Walter wird schweißen, ich werde schrauben und hier liegen schon die Austauschbleche bereit. Hier, ne? Alles schön. Neues Heckblech, wunderbar. Die neuen Releases, die ja eigentlich ein bisschen wieder an das anschließen, was ich so vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren gemacht habe, kam eigentlich so zustande, dass ich jetzt über die letzten 5, 6, 7 Jahre eigentlich gar nicht so richtig Bock hatte auf diesen reinen Club-Sound. Einfach aus dem Grund, weil ich es halt auch schon davor ein paar Jahre gemacht habe und irgendwann hat man dann auch mal alle Spielarten durch und aus dem Equipment kommt dann auch natürlich nicht mehr so richtig halt die Begeisterung raus, strömt dir nicht mehr aus den Boxen so entgegen wie vielleicht mit Anfang 20 oder so. Und ich habe halt in der Zwischenzeit sehr viele andere Sachen produziert, einfach so ganz straight als Produzent im Studio gearbeitet, habe mit Louis Austin 2 Alben co-produziert, habe unter anderem Bands aufgenommen, Bands produziert, habe Jazz gemacht, ganz straight, Futzel, Computer, Jazz. Und nach der Strecke war es dann eigentlich für mich wieder so ein bisschen so eine Erdung, dass ich mir gedacht habe, eigentlich alles schön und gut, aber ich hätte so richtig wieder mal Bock, so die alten Kisten anzuwerfen und einfach mal richtig so Sync-Kabel rein, alles aufs Mischpult und dann einfach so ein, einfach mal ohne Arrangieren, ohne Gedanke an die Musik jetzt einfach mal wieder so einen Track machen. Und ich habe ja auch zwischendurch Remixes gemacht, die auch so waren. Aber es war einfach so wieder persönlich an der Zeit, einfach auch mal wieder ein bisschen die Musik zu machen, mit der ich eigentlich angefangen habe. Entwickelt zu so einem Auto eine ganz eine andere Beziehung, wenn du wirklich jede Schraube dieses Autos beim Zusammenbauen selbst mal in der Hand gehabt hast und du weißt einfach genau, wo gehört das hin. Wenn ich jetzt irgendwo so ein Stück rausnehme, wenn Walter mir irgendwie ein Stück in die Hand gibt, eine Schraube, kann ich dir mit relativer Sicherheit sagen, wo das ungefähr her ist. Na, jetzt hast du mal was, jetzt hast du mir extra was Schweres rausgesucht. Walter hat mal was Schweres rausgesucht, dadurch, dass das so. Also ich würde mal sagen, das ist, jetzt darf ich mich nicht blamieren, um Gottes Willen. Was hast du mir da gegeben? Jetzt habe ich das Maul so voll genommen und jetzt stehe ich voll an. Hättest mir aber auch echt noch was Leichteres geben können. Das ist ein Metall, es ist ein Metallring. Weiß ich sofort. Warte. Ah, ich weiß es. Ah, nee. Doch, Hinterachse, Vorderachse, Hülse zwischen...